Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute haben wir eine Sondersendung zu Wirecard vorbereitet. Die Wirecard-Aktie hat heute, also am Donnerstag, den 18.06., wirklich verrückt gespielt an der Börse. Wir werden dir in diesem Podcast erklären, was genau passiert ist, warum es passiert ist und was es nun mit dem DAX und Wirecard auf sich hat. Nun starten wir aber direkt in das Geschehen hinein und ich würde sagen, Yannick, starte doch einfach mal und erzähl den Zuhörern, was genau heute am 18.06. passieren sollte und was tatsächlich passiert ist. Also heute wäre eigentlich ein toller Tag gewesen oder vielleicht auch ein schlechter Tag gewesen für die Aktionäre von Wirecard. Also die Aktionäre waren heute schon hoch gespannt auf das Ergebnis quasi der Bilanz. Also heute sollte quasi die Bilanz präsentiert werden. Und warum habe ich jetzt gerade sollte gesagt? Ja, ich verwende bei Wirecard eigentlich nicht mehr das Wort wird, weil quasi das Management in der Vergangenheit gezeigt hat, dass es immer wieder für Überraschungen oder Ähnliches gegenüber den Anlegern zu haben ist. Also die Anleger werden bei Wirecard gerne im Dunkeln gelassen von dem Management. Okay, das war jetzt ein bisschen subjektiv, tut mir leid an der Stelle. Nun aber wieder zurück zum Marktgeschehen. Also auf der Handelsplattform TraderGate schwankte die Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortags, also am Mittwoch, zwischen den deutlichen Gewinn- und Verlusten von fast 15%. Also wir haben eine extrem hohe Volatilität. Und hier sieht man wieder ein ganz klares Markenzeichen von Wirecard, nämlich die hohe Volatilität. Aber warum ist die Aktie eigentlich so volatil? Gegen Wirecard gibt es nämlich jetzt schon seit gut, also mittlerweile fast einem Jahr, sogenannte schwere Vorwürfe. Die Financial Times beschuldigte das Unternehmen im Oktober 2019 der Bilanzmanipulation bei Umsätzen und Gewinnen durch sogenannte Drittpartner, also auch TPA genannt oder TPAs. Daraufhin hat Wirecard eine externe Prüfung beantragt durch die KPMG, welche die Vorwürfe aus dem Weg räumen sollte und quasi das Management und auch das Unternehmen entlasten sollte und somit auch wieder den Aktienkurs antreiben sollte. Aber bis jetzt konnten keine konkreten Entlastungen der Vorwürfe geschehen und somit hängen die Aktionäre immer noch weiterhin in den Seilen und sind überhaupt nicht aufgeklärt. Und wenn du quasi zu diesen Vorwürfen oder auch zu Wirecard mehr Informationen haben möchtest, haben wir zu diesem Unternehmen schon zwei Podcasts aufgenommen. Also schau da unbedingt vorbei. Einmal sogar ganz aktuell die Wirecard-Akte. Da haben wir quasi genau erklärt, was macht die KPMG, was machen Ernst & Young, was ist unsere Meinung zu der Aktie. Und genau, also einfach zu diesem gesamten Vorwurf haben wir sogar schon einen Podcast gemacht. Dann haben wir von Wirecard auch noch eine Unternehmensvorstellung gemacht. Da gehen wir genau auf die Dienstleistungen, Produkte und Kennzahlen ein von Wirecard. Aber dann auch genug von dem Podcast von uns. Also die Aktie litt durch diese Vorwürfe von der Financial Times regelmäßig unter einer sehr hohen Volatilität am Markt und ist quasi eigentlich ein Paradies für Zocker geworden. Außerdem hat sich auch der Aktienkurs über die Zeit immer weiter reduziert, da das Unternehmen bis dato sich nicht aus der Schlinge der Bilanzmanipulation herauswinden konnte. Also bei dem KPMG-Bericht oder bei Ernst & Young, das ist quasi so ein Beraterunternehmen, also Consulting-Unternehmen, die haben auch versucht, quasi eine externe Prüfung vorzunehmen, aber das war auch nicht wirklich erfolgreich. Aber heute ist ein echter Knaller passiert an der Börse, also bei Wirecard eher gesagt. Das Unternehmen hatte eigentlich schon Anfang Juni seine Bilanz aus dem Geschäftsjahr 2019 präsentieren müssen, aber das wurde damals nicht gemacht und damals gab es aber auch valide Gründe, warum es nicht geschehen ist. Und wie gesagt, heute, ja, sollte es eigentlich passieren, dass die Bilanz präsentiert wird, aber es gab keinen Bilanzvortrag aus dem Geschäftsjahr 2019. Das heißt, Wirecard hat heute nichts, niente, nada präsentiert. Und die Meldung von Wirecard lautete hierbei folgende, darauf, dass sich quasi dieser Geschäftsbericht schon wieder verschiebt. Veröffentlichungstermin für Jahres- und Konzernschlussbilanz 2019 verschoben, wegen Hinweisen auf Vorlage unrichtiger Saldenbestätigungen. Der Abschlussprüfer der Wirecard AG, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, hat die Wirecard AG darüber informiert, dass über die Existenz von im Konzernabschluss zu konsolidierenden Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, also dies entspricht etwa einem Viertel der Konzernbilanzsumme,
noch keine ausreichenden Prüfungsnachweise vorliegen. Das heißt, das ist nicht valide, das Ganze. Du kannst es nicht präsentieren. Vor diesem Hintergrund wird die Abschlussprüfung des Jahres- und Konzernschlusses 2019 nicht wie geplant bis zum 18. Juni 2020, also quasi heute stattfinden, Donnerstag, ein neuer Termin wird bekannt gegeben. Also es steht auch noch kein neuer Termin fest. Wenn ein testierter Jahres- und Konzernabschluss nicht bis zum 19. Juli, also morgen, vorliegt, können Kredite der Wirecard AG in Höhe von ca. 2 Milliarden Euro gekündigt werden. Also, wenn du jetzt noch irgendwie mit dem Gedanken spielst, in Wirecard zu investieren, dann kannst du aber auch wirklich dir ganz, ganz böse die Finger verbrennen. Das will ich dir an der Stelle auch sagen, aber auch wieder an der Stelle keine Anlageberatung oder ähnliches. Ich will dich hier nicht zum Kauf oder Verkauf von Wirecard-Aktien anregen. Also auch vor allem wir wollen dich dazu nicht anregen. Dann, die Meldung hat den Aktionären natürlich logischerweise überhaupt nicht gefallen, weshalb die Aktie in wenigen Minuten, also von 10.40 Uhr bis 11.07 Uhr, ist die Aktie um 66% ihres Wertes eingebrochen. Also wir sind quasi von ca. 100 Euro roundabout auf 35 Euro gefallen. Eine echt heftige Bewegung einer Aktie an einem Tag. Ich glaube, sowas habe ich noch nie gesehen und das war eine echte Klatsche für die Wirecard-Aktionäre. Auf der anderen Seite stehen natürlich auch die Leerverkäufer oder auch Shortseller genannt, die sich heute eine goldene Nase verdient haben. Und ja, die haben natürlich auch fallende Kurse gesetzt und wurden natürlich heute belohnt. Die Aktionäre wurden natürlich extrem abgestraft, die treuen Aktionäre. Ja, das stimmt. Mit so einem krassen, übel. Genau. Und ja, mit so einem krassen Kursverlust hat quasi eigentlich keiner gerechnet. Und Entschuldigung für dieses Wort an der Stelle, aber what the fuck, was für eine krasse Entwicklung von Wirecard. Ja. Also wirklich. Und nochmal Entschuldigung für diese Wortwahl. Und jetzt würde ich sagen, Gerrit, erzähl uns doch mal bitte nochmal genau, warum ist jetzt dieser krasse Kursverfall überhaupt passiert? Ja, das liegt ganz klar daran, dass Wirecard hier einen richtig üblen und heftigen Vertrauensbruch den Aktionären gegenüber begangen hat. Denn alles fing so ein bisschen damit an, dass Ende April, genauer gesagt am 28.04., da hat nämlich Wirecard den bereits mehrfach verschobenen KPMG-Bericht endlich veröffentlicht gehabt. Also da war ja auch schon, der wurde ja auch schon vor sich hin hergeschoben und dann haben sie den erst veröffentlicht. Also sie schieben die Termine immer in die Zukunft weiter hinaus. Doch auch hier unzureichende Belege und eine mangelnde Mitarbeit des Managements zur Ausarbeitung halt dieses Berichts hat die Aktie dann in dem April wieder auf Talfahrt geschickt. Kurzerhand hatte das Management natürlich auch entschlossen, den Konzern daraufhin dann umzubauen, um das Unternehmen professioneller führen zu können. Eine Maßnahme, die unserer Meinung nach vermutlich nach außen hin vom eigentlichen Geschehen so ein bisschen ablenken sollte. Doch als auch die Vorlage der Konzernbilanz am 25. Mai, also einen knappen Monat später, erneut verschoben wurde, sind die Aktionäre mit der Begründung, dass die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young noch nicht alle Prüfungshandlungen abgeschlossen haben, erneut hingehalten worden. Und die damit verbundene Hauptversammlung hatte sich dann verschoben. Am 5.6. kam es dann zu, ja, aus unserer Sicht ein Super-GAU, denn die Staatsanwaltschaft hat Geschäftsräume des Zahlungsdienstleisters ins Visier genommen. Der Hintergrund für diese Razzia war, dass die Verantwortlichen der Wirecard durch die Ad-Hoc-Mitteilung vom 12.3. diesen Jahres und vom 22.4. diesen Jahres irreführende Signale für den Börsenpreis der Wirecard-Aktien gegeben haben könnten. Und natürlich, um das dann irgendwie in Erfahrung zu bringen, hat man natürlich diese Razzia durchgeführt. Also das macht man natürlich auch nicht einfach mal so. Das macht man natürlich, um irgendwie an Daten ranzukommen, ohne dass überhaupt jemand davon weiß. Also, und das ist für mich schon sowieso, sag ich mal, als Außenstehender auch betrachtet, eher eine Meldung, also vom 5.6. dieser Razzia, die mir persönlich nicht zusagt, beziehungsweise als Aktionär irgendwie die Galle hochkommen lässt. Ne? Und dann halt auch mit dieser heutigen Meldung, also der abermals wiederholten Bilanzverschiebung, wirkte das Ganze nochmal als sehr starker Brandbeschleuniger und hat das Vertrauen der Aktionäre zu dem Unternehmen Wirecard natürlich komplett zerstört. Und jetzt ist das Unternehmen natürlich auch mittlerweile schon im Visier von vielen Finanzinstituten, wie unter anderem halt auch die BaFin. Also ich will da jetzt keine zu krasse subjektive Meinung reingeben oder Bewertung,
Aber das, was hier Wirecard abzieht oder das Management, ist einfach eine Niete. Also ich weiß auch gar nicht mehr, was man da großartig zu sagen soll. Wir haben bereits mehrere Podcast-Folgen dazu aufgenommen. Deswegen würde ich sagen, belasse ich es jetzt auch an dieser Stelle. Da haben wir auch schon unsere Meinung geschildert. An sich finde ich das Unternehmen mit den Produkten und Dienstleistungen richtig, richtig geil. Aber wie gesagt, das Management ist einfach für mich, ja, scheiße. Also müsste man einfach mal austauschen, meiner Meinung nach. Da hilft auch nichts, wenn der Markus Braun, also der Vorstandsvorsitzende, da mal ein paar Aktien kauft für mehrere Millionen Euro, glaube ich, waren das. Also für 2 Millionen, meine ich. Aber wie gesagt, das war, glaube ich, auch nur so. Vielleicht hat er sie auch schon wieder verkauft. Ich weiß es nicht, ob man das darf. Das werden aber wahrscheinlich auch hier, das wird auch die Staatsanwaltschaft irgendwie zukünftig rausbekommen. Also, dass man da endlich mal so ein bisschen Licht ins Dunkeln bekommt, ich glaube, das ist, dass man Aktionären auf jeden Fall schuldig. Nichtsdestotrotz war es jetzt auch nochmal interessant, Yannick. Du hattest ja gesagt, also ich habe sowas auch noch nicht miterlebt, so einen krassen Wertverlust eines DAX-Unternehmens. Aber ich habe mich mal so ein bisschen auf die Suche begeben und würde ganz gern nochmal vereinzelt ein paar Aktien vorstellen, beziehungsweise die 4 krassesten Tagesverluste von DAX-Aktien. Also das war am 29. September 2008. Da hat die Hypo Real Estate an diesem Tag minus 73,9% an Wert verloren. Und damit ist es quasi auf Platz 1. Und im Anschluss folgt dann jetzt Wirecard neuerdings mit einem höchsten Wertverlust von minus 61,8%. Dann die MLP auf Platz 3 mit minus 48,7%. Am 2. August 2002 und Platz 4 folgt dann die Volkswagen Stammaktie mit minus 45,3% Tagesverlust am 29. Oktober 2008. Ich würde sagen, das war ein spannender Tag, weil ich habe auf diversen Plattformen, die sich mit dem Thema Börse beschäftigen, nichts anderes gesehen außer Wirecard und ich persönlich habe das Unternehmen so ziemlich satt. Weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu, Yannick? Also wir haben es, glaube ich, auch schon sehr oft deutlich gemacht im Podcast. Wir haben echt mittlerweile genug von Wirecard. Und das Ja. war hoffentlich jetzt auch der letzte Podcast wirklich zu dem Thema Wirecard. Also diese Sondersendung hier zum Kurssturz. Und ich würde sagen, das kommen wir auch zum Abschluss. Falls du weitere Informationen möchtest, kannst du uns gerne auf Instagram kontaktieren. Einmal den Gerrit unter dem Namen Parketthirsch und meine Wenigkeit den Yannick unter dem Namen Finanzenfuchs. Und unseren Podcast findest du mittlerweile auch auf vielen weiteren Plattformen, zum Beispiel auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auch auf dem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und ich würde jetzt einfach sagen, wenn dir der Podcast gefällt, hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.